Wie direkt am ersten Tag? Ist das ein Lifehack? Komm! Sind wir Gerüstbauer? Okay, lass es sein. Lass dich schon mal reinsetzen. Hallo. Erstmal Auto. Hier kannst du den Pullover anziehen von unserer Firma. So, anschnallen. Wo fahren wir hin? Hör mal, jemand nicht auf dem Senkel. Nicht so eine. Bitte nicht so ein Chef. Ich kann den nicht gebrauchen. Wo fahren wir hin? Nach Siegburg. Wir machen eine Gaube. Wann ist Pause? Gibt keine Pause. Hör mal, du. Wann machen wir Pause? Um 12 Uhr haben wir eine gesetzlich vorgeschriebene Mittagspause. Wie lange? 45 Minuten. Hast du sonst noch irgendwelche Fragen zu unserem Betrieb? Machen wir auch eine Frühstückspause? Nein. Hast du zu Hause nicht gefrühstückt? Nein. Das ist dann ja dein Problem. Tut mir leid. Ein bisschen hart, aber da musst du durch. Hat dir deine Mutter Brote geschmiert? Ja. Siehst du. Dann esse ich jetzt mal was. Guten Hunger. Ja, ich habe mir Eiweißbrot zugemacht. Weißt du, so, ich bin so low carb, will ich mich ernähren? Nee, ja. Pass mal auf, Junge. Das interessiert mich nicht. Wann ist Feierabend? In der Regel gegen 16 Uhr, aber wir arbeiten so lange, bis die Baustelle fertig ist. Okay. Wie lange sind Sie schon Dachdecker? 21 Jahre bin ich jetzt Geselle. Wie alt sind Sie? 43 Jahre alt. Okay. Wo war ich denn? Wie alt bist du? Ich bin 18. Hast du schon Führerschein? Nein, leider nicht. Kein Geld. Braucht man denn bei diesem Job einen Führerschein? Ja, wäre schon gut, dann kannst du immer alleine zur Baustelle fahren später. Das ist schon hilfreich. Okay. Ist ja ein immer auf Montage quasi. Ist ja Baustellen immer, die du anfahren musst. Ja. Danke. Soll ich auch hochkommen? Ja. Hast du das schon mal gemacht? Ja. So, unser Arbeitsplatz da oben, die Gaube. Okay. Da müssen wir das komplett neu eindichten. Die alte Abdichtung ist runter und dann wird das einmal neu abgedichtet. Okay. Wie kommen wir da hoch? Das ist eine gute Frage. Kennst du den Jetpack? Nee. Muss da nicht nochmal ein Gerüst? Ja, eigentlich ja. Aber... Sind wir Gerüstbauer? Ja, auch. Und Fliesenleger. Guck mal, gehst du mal hoch, machst du mal die Leiter ab. Wir müssen die anstellen hier. Ja, wie komme ich da hoch? Jung, guck mal. Was hier kletterst du an dem Ding da? Du musst doch mal ein bisschen selber kreativ sein und so. Aber nicht zu kreativ, ne? Du musst schon aufpassen. Ja. Wie geht das auf? Jetzt musst du den Knopf drücken auf diesen roten Hebel, diesen grauen Knopf und dann... Diesen? Genau, und dann nach oben wischen und dann löst er dich. Geht nicht! Mehr Frühstücken!
Leiter runter. Ja. Die Dinger runter. So, die Leiter dahin. Ja, auch mal üben. Wie direkt am ersten Tag? Komm. Komm, ich zeig dir das einmal, ne? Und dann beim nächsten Mal machst du es allein. So musst du machen. Und die Leiter reicht bis oben hin? So, jetzt gehst du hoch, schiebst da oben eine Dachpfanne hoch und machst die Leiter mit dem Spannrohr um eine Latte rum oder um den Sparren, dass die oben hält. Ja. Wollen Sie das nicht lieber machen? Nein. Wie? So? Wie geht das? Genau, so ist schon mal richtig rum. Nein. So? Nee, mal einen Akkuschrauber. Ja? Das sind drei Schräubchen, jetzt machst du da noch eine Schraube rein. Wo rein? In den Spannrohr, in die Latte, damit wir auch nochmal sicher gehen. Damit da, ja. Ich habe jetzt den Eimer fertig gemacht. Ja. Den kannst du mal hochtragen. Ja. Ja. Darf ich die einzeln hochtragen? Boah. Boah. So, wir müssen erstmal den First hier demontieren. Ja. Ah. Weil jetzt haben wir ganz einfache Sache, den First zu demontieren. Ja. Da sind jetzt überall Schrauben drin. Man hätte doch dann, sonst hätte man da hinten. Richtig. Anfangen müssen, oder? Kannst nicht mitmachen. Schmeiß. Wie? So, längs. So? Nein.
So, guck mal. So. Ja. Die Nase ziehen. Okay. Lass es sein. So, dann nimmst du dir dein Messer. Hast du ein Messer? Nein. Na, hier hast du Glück gehabt. Pass auf, ist scharf. Ja. Und dann schneidest du hier die Flügel an. Mal hier so am Rand. Und dann geht's hier schön. Genau. Da war guter Dachdecker, ne? Bitte? Gut. Danke. Oh ja. Hammer fest. Ja. Ist das ein Lifehack? Ja. Das ist ein Lebenshack. Cool. Finde ich auch. Oh, genau dasselbe mit den anderen Bahnen. Darf ich eine haben? Ja. Noch eine? Nee, nur eine, weil ich muss die auch noch für den Abend reichen.